Hallo, herzlich willkommen. Moin moin. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge Lego Dimensions. Das Ganze ist auf der Xbox One. Ich bin der Samtex Wookie und ja, fliegen hier erstmal durch die Gegend. Ein bisschen was zum Erzählen. Seitdem die One draußen ist, gibt es ja ganz zum Anfang gab es eigentlich alle Spiele kommerziell, sprich für die Hersteller, dass die Kohle machen, Geld machen, gab es für beide Konsolen, sprich für die Xbox 360 und für die Xbox One. Jetzt 2016 wird es immer weniger, weil es für die 360 keine Spiele mehr bald geben wird oder neue Spiele mehr geben wird. Es hat Grafiksachen mit Grafik zu tun, sprich wenn man sich zwei gleiche Spiele anschaut und schaut die auf der 360 an und dann auf der One, dann kann man die Grafik eigentlich gar nicht mehr so machen, dass es noch okay wäre, und die Anforderungen für die 360 ist einfach dann so hoch, dass es, sprich, man hat es gesehen bei diversen Spielen, dass die Xbox 360 dann einfach so viel rechnen muss, öfters aufhängt das Spiel und so weiter, diverse Fehler, halt die Grafik ist einfach nicht so, wie es auf der One wäre. Deswegen hat man vorgehabt, dass man 2016 die neuen Spiele, was kommen, eigentlich fast nur noch für die neuen Konsolen gibt, nicht mehr für die 360 speziell eigene Spiele produziert werden. Das war bei Lego Dimensions nicht so, Gott sei Dank, weil der Rookie ist jemand, das bin ich, ich rede von mir selber, der dritten Person. Ich habe immer die Spiele eigentlich doppelt gespielt, sprich, wenn ich YouTube mache, dass ich euch nicht mit unnötigen Videos zu Pflaster oder so, sprich, ich spiele das Spiel meistens auf 360, vorausgesetzt es gibt es, dann wissen wir genau, um was es geht, wir können die Videos ein bisschen kürzer halten, ja, und dann halt, dass wir die Grafik beim Hochrendern, beim Hochladen so hoch wie möglich halten. Also bei mir gibt es alles Full HD, das heißt 1080p, nicht 720 oder so, dass die Grafik passt. Wenn sich die Leute das Spiel anschauen, sollte es auch von der Grafik her passen und nicht irgendein schlechte Grafik anschauen zu müssen. Das wäre ja Blödsinn. Jetzt hat man das Spiel auf der One, wo die Spiele eigentlich fast alle Blu-ray sind. Und dann tue ich es hochladen und rendere es in einer schlechten Grafik. Also das gibt es bei mir nicht. Und ja, da wir es, wie gesagt, auf der 360 gespielt haben, wissen wir, was wir rendern müssen, was wir laden müssen. Also ich werde euch nicht tausende von Videos von jeder Folge um die Ohren hauen, sondern wirklich Sachen, wo wir uns schwer tun mit Erfolge, zum Beispiel Steinchenregen und so ein Zeug. Oder Zwillinge am Zug, wo das mit den Kanistern finden ziemlich knifflig war. Da gab es, wo wir geschaut haben auf YouTube, gab es schon einige Folgen, aber keiner hat speziell erklärt, wie sie die Kanister gefunden haben, auf Deutsch, dass es nachvollziehen kann für die Leute, die was da suchen. Das gibt's alles hier. Ich zeige euch von The Avengers die Videos, wo wir uns einfach schwer taten, und dass es ihr ein bisschen leichter habt. Wenn ich dadurch ein paar Leute finde, die was das gefällt, schön und gut, so sollte es sein. Ja, das dazu, und dann wünsche ich euch viel Spaß. Das ist der Rest von Part 1, weil, wie gesagt, alles Full HD, sind die Videos doch ziemlich lange. Wenn ich jetzt hier schaue auf Sunny Vegas, dann war die erste Mission bei mir 2 Stunden 30 und das wäre ja einfach zu lang gewesen. Deswegen machen wir das Ganze nochmal und zeigen es euch in einer guten Grafik und dann halt so kurz wie möglich erzählen ein bisschen was dazu. Und hoffe, dass es euch gefällt, dass ihr Spaß habt. Und ja, jetzt folgen dann die nächsten Folgen alle von Legos Avengers. Ich wünsche euch viel Spaß. Haut rein. Ciao. Euer Wookie.
gehen wir über ein paar Runden. Schlagen Sie euch. Steht wieder auf. Hey! Das reicht. Tut halt, was nötig ist. Das ist eine Zwangslage erster Klasse. Für die Rettung eures Generalissimo, Brigadegeneräle! Excelsior! Seid gegrüßt, meine Getreuen! Nicht so schwer.
Excelsior! Ich tauche ja wirklich überall in diesem Spiel auf. Ab wann gilt ein Gastauftritt eigentlich als Hauptrolle?